Pferdegirl. Und das Pferdegirl sitzt in seinem Pferdegirl-Automobil, dem Lader. Und Leute, heute habe ich eine besondere Mission vor, denn ich möchte heute eine Pferdegirl-Freundin von mir besuchen. Juhu. Als wir hier mit diesem YouTube-Kanal angefangen haben, da habe ich die schon mal besucht, denn sie hat ein Pferd, was ich früher mal eine Zeit als Reitbeteiligung geritten bin, den Gustav. Und sie hat gesagt, sie hat einen ganz, ganz niedlichen Besuch momentan bei sich am Stall. Aber Leute, wisst ihr, wen ich neben mir sitzen habe? Kriegt jetzt keinen Schreck. Auch da müsst ihr nochmal in die Infobox gucken, damit ihr up to date seid. Leute, kennt ihr ihn noch? Nein, das ist nicht Alex. Das ist Alex alias Schabrackenmaster. Er hat gesagt, er will heute kontrollieren, ob meine Pferdegirl-Freundin einer Pferdegirl-Freundin würdig ist. Oh mein Gott. Ich kontrolliere dann mal, ob diese ominöse Pferdegirl-Freundin überhaupt würdig ist, eine Pferdegirl-Freundin zu sein und ob ihr Sattelschrank aufgeräumt genug ist. Ich habe schließlich noch mehrere Ställe zu kontrollieren und nicht jeder kann ein Pferdegirl sein. Lautes Auto! Gleich zu sehen. Was für eine gottverlassene Gegend. Hi Domi, Corona-Check. Hi. Hi. Ja, mega. Mhm. Aber ich muss dir leider was sagen. Was denn? Ich habe den Schabrackenmaster mit. Oh mein Gott, ob ich würdig bin, ein Pferdegirl zu sein? Ja, das wissen wir nicht so genau. Ich glaube, der Schabrackenmaster sollte erstmal seine Kontrolle machen, bevor wir das Video weitermachen. Ja, ich glaube, das wäre nötig. Das ist mal ein Paradeschrank. Aufgeräumt, nicht überfüllt, alles drin, was man braucht. 1A. Pferdegirl, davon kannst du dir mal eine Scheibe abschneiden. Muap, 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 muap. Pony, du bist niedlich. Aber nur 3 Schabracken, das ist definitiv zu wenig und keine einzige rosa oder pinke Schabracke. Also da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir das noch so weitermachen können. Aber der Sattelschrank und das niedliche Pony, die reißen das gerade noch mal so raus. Ich glaube, das kann man noch mal so durchgehen lassen. Ja, meine Lieben, das war euer Alex alias der Schabrackenmaster. Soll er auch mal zu euch kommen, könnt ihr gerne einen Kommi da lassen. Wir nehmen Bewerbungen entgegen. So, und jetzt wollen wir mal zum ernsten Teil des Videos kommen oder zum freudigen Teil. Ich sehe die Domi heute endlich mal wieder. Hallo. Ich habe euch jetzt hier, beziehungsweise ich packe euch in die Infobox ein Video, was wir schon mal vor über einem Jahr zusammen gemacht haben, ne? Ja, stimmt. Da war ich schon mal bei dir und du hast ja den lieben Gustav. Und ich bin den Gustav auch mal eine Zeit geritten, bevor ich mir wieder ein Pferd angeschafft habe. Ja, und Domi, die wünscht sich, dass wir beide dich heute mal so ein bisschen begleiten. Du hast nämlich Ponybesuch. Erzähl mal ein bisschen was zu dem süßen Chatty-Mäuschen, wem die gehört und warum sie da ist und ja. Ja, also das Pony gehört meinem Papa und die ist jetzt gerade bei mir auf Rehekur, weil mein Vater leider nur Gras hat, wo sie stehen kann und er baut jetzt noch ein Paddock, damit sie dann ganz bald wieder zurückkommen kann. Und wie heißt die süße Maus? Das ist die Nuki und ist jetzt 18 Jahre alt, so ungefähr. Weiß man nicht so genau. Und ja, ich mache mit ihr momentan ein bisschen Langzügelarbeit, die Doppellonge. Gehe ab und zu mal mit ihr zusammen laufen. Ja, das kann man ja super mit so einem Chatty, ne? Ja. Und dann nimmst du uns mal mit, zeigst uns das mal, wie du das machst jetzt, oder? Ja. Ja, cool. Und dann machen wir noch ein paar coole Bilder.
Ja, ich bin ja ein großer Pferdefan, besonders ein großer Ponyfan und es ist so flauschig. Ja, da seht ihr, da ist der Schabrackenmaster plötzlich handzahm hier, wenn er das kleine Ponychen sieht. Ja, mit so einem kleinen dicken Shetty, da geht alles. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more. Bei Landlust kann eigentlich auch noch mal ein Shetty daneben, oder? Also, das läuft doch bei Lemmy unterm Zaun durch, Alex. Dann nehmen wir nicht mal ein großes Pony vielleicht irgendwann. Aber jetzt schreib bloß nicht, wann kaufst du dir ein zweites Pferd. Ja, ich mache mit der Nuki jetzt ein bisschen Arbeit am langen Zügel. Dafür hat sie hier ihren süßen kleinen Longiergurt drauf und diese Trense mit Gebiss. Und das ist eigentlich wie Reiten vom Boden aus, weil ich kann mich ja nicht auf die kleine Maus draufsetzen. Ja, absolut nicht, ne? Na, wollen wir gleich mal ein bisschen zuschauen, wie niedlich die das macht und ob sie brav ist. Oder typisch Shetty, hä? Huh? Ab und zu ist sie wahrscheinlich schon typisch Shetty. Breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking. Ah, Hilfe! Oh Gott, das Shetty will mich umrennen. Was sitzt du da auch am Boden rum? Da ist doch klar, dass das Shetty angreift. Ja, Schabrackenmaster, dann mach doch mal selber hier die lange Langzügelarbeit. Musst du hier die Zügel so nehmen und schön draußen außen dran bleiben immer. So wie beim Reiten. Na dann. Der Schabrackenmaster voll in seinem Element. Er domestiziert die Tiere. Oh oh. Oh oh. Na Alex, mal innen ein bisschen dranbleiben, ne? Ja, sehr cool. Oh, süß. So süß. So, der Schabrackenmaster hat jetzt Langzügel gemacht und das Pferdegirl macht jetzt Doppellonge. I want your belly in the time I'm feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. What a man, sugar high. Ja, Domi, und das ist ja jetzt dein Pferd. Das ist der Gustav, den ich auch mal eine Zeit mitgeritten bin. Und ja, Gustav ist wie alt jetzt? Gustav ist jetzt 20. Ja, ich reite ihn auch noch regelmäßig, auch im Unterricht und... Er ist noch sehr fit für sein Alter, zwar wahrscheinlich ein bisschen Arthrose, aber... Ja, das hat Lenny leider auch schon mit 9 Jahren, aber ja, das ist halt diese Sportpferdezucht heutzutage, ne? Ja. Aber Gustav, mit dem bist du früher mal gesprungen, richtig, ne? Genau, mit dem bin ich auf dem Turnier A gesprungen und zu Hause auch ein bisschen höher, aber jetzt machen wir am Ende überhaupt nur noch ein bisschen Gymnastik und gehen primär ins Gelände. Ja, schön. Und wir gehen jetzt auch ins Gelände und ja, du hast dir gewünscht, dass wir noch mal ein paar schöne Fotos zusammen mit der Kleinen und dem Gustav machen, ne? Ja, genau. Juhu, das machen wir jetzt. Knutscht euch doch noch mal. Was Schönes rausgekriegt. Ja, guck mal, zum Beispiel dieses hier. Jetzt brauche ich aber unbedingt auch noch, dass du mal ein paar Bilder von uns machst, von uns Pferdegirl-Freundin. Ach Gott. Oh ja, auf jeden Fall. Wir sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Wir jagen im Wind. Wir reiten geschwind. Das war ja mal ein Pferdegirltag, wie er im Buche steht.
Zumindest für diesen Tag gibt es doch schon mal eine 1 vom Schabrackenmaster. Ja, Domi, war mega cool. Es hat so einen Spaß gemacht mit der kleinen Maus und dem Gustav und dir. Und ja, ich hoffe, du kommst uns auch bald mal besuchen, die Lendi und ja, mich und den Schabrackenmaster. Ne? Also wir sind jetzt im Moment immer viel auf Tour, aber uns kannst du natürlich jetzt demnächst auch mal wieder besuchen kommen. Mach ich. Und dann feiern wir ein Pferdegirltag Revival. Ja, ihr Süßen, folgt uns natürlich wie immer auch auf Instagram, auf TikTok, hier auch auf YouTube, falls ihr noch kein Abo dagelassen habt. Euer Pferdegirl.